Wir schauen uns jetzt nochmal die Überschrift an. Da steckt noch viel drin. Spezifisch. Das Wort spezifisch bedeutet auf, in diesem Fall, bestimmte Stoffe bezogen. Zum Beispiel wäre, wir hatten vorhin mal geguckt, ein anderes Beispiel, Ammoniak, CNH3. Ammoniak ist dieses fies riechende Mittelchen, ne? Was auch in Haarfärbemitteln drin ist, mitunter hatte, ich glaube, 1,56 Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin. Oder schaut mal nach, wie viel die spezifische Wärme von Eisen ist, von Ferrum. Ihr könnt auch bei Stahl nachgucken. Wir haben eben den Wert von Stahl nochmal rausgesucht. Da landen wir bei rund 0,47 Kilojoule pro Kilogramm und Kelvin. Man muss leider die Einheit mitsagen. Das sind nicht 0,47 Euro. Warum da rund steht, hat damit zu tun, dass es verschiedene Stahlarten gibt. Das ist aber im Wesentlichen Eisen. Also der meiste Anteil im Stahl ist Eisen. Stahl ist eine Legierung, können wir aber später machen. So, weiter. Spezifisch, also auf einen speziell, sagt man manchmal auch, auf etwas Bestimmtes bezogen. In diesem Fall bei Wasser, Ammoniak oder Stahl oder weiß der Kuckuck was. So haben verschiedene Stoffe verschiedene Wärmekapazitäten. Jetzt habe ich schon das Wort Kapazität gesagt. Auf Energie bin ich gerade eingegangen. Zum Wort Kapazität. Kapazität heißt Speichervermögen. Jetzt drehen wir die Sache mal um. Nehmen wir mal an, wir könnten Folgendes machen. Wir könnten aus Wasser direkt die Wärme entnehmen. Die Wärmeenergie, das kann man machen, indem man Wasser einfach abkühlen lässt. Dann strahlt die Wärme per Strahlung in die Umgegend und macht zum Beispiel die Luft wärmer. Oder ich tauche einen Gegenstand hinein und mache den wärmer um 1 Grad. Sowas kann man machen. Und jetzt nehmen wir mal an, wir würden das direkt hinbekommen, daraus mechanische Energie zu machen. Also von 21 Grad Celsius wieder zurückkühlen auf 20 Grad Celsius. Und nehmen wir mal an, wir könnten direkt diese 4 Kilojoule, die dann übrig sind, denn das Wasser ist kälter geworden, diese 4 Kilojoule zum Bücher hochschleppen gebrauchen. Na, leichter ging es nicht. Ne? Wenn man das hinbekäme, dann könnte man sagen, naja, dann nehme ich 1 Liter Wasser, mache 1 Grad kälter und freue mich. Und demzufolge kann ich dann die Bücher hochschleppen von ganz alleine. Das wäre ideal. Wärmekapazität heißt also, jeder Stoff ist unterschiedlich, spezifisch in der Lage, Wärmeenergie zu speichern. Das ist der Hintergrund dabei. Kapazität heißt Speichervermögen. Energie sind wir darauf eingegangen, spezifisch auch, und es geht hier um Wärme. Wie das zusammenhängt und wie wir dann mit solchen Einheiten umgehen, wie wir das auch in elektrische Energieformen umwandeln können, das machen wir später mal. Das ist jetzt nicht Gegenstand dieser Vorlesung. Wir gehen nochmal auf was ein. Wenn ich jetzt sage, so von dem herkömmlichen, ich habe 0 Grad, nee, ich habe meinetwegen 10 Grad Celsius, ich mache das mal in blau, 10 Grad Celsius und ich gehe auf 20 Grad Celsius, dann ist das im herkömmlichen Sinne doppelt so warm. Dürfen wir nicht nehmen, denn doppelt ist das überhaupt nicht. 10 Grad Celsius entspräche nämlich 283 Kelvin und 20 Grad Celsius 293 Kelvin. Und jetzt sieht man, dass das garantiert nicht doppelt so warm ist. Wenn ich aber, jetzt mache ich das in grün, wenn ich 100 Kelvin habe, dann entspricht das immer noch einer wahnsinnig kalten Temperatur für uns Menschen. 100 Grad Kelvin und ich gehe auf 200 Kelvin, dann ist das doppelt so warm. Also, von doppelter Wärmeenergie kann man nicht sprechen, wenn ich mich mit der Celsius-Skala beschäftige. Da geht das nicht. Diesen Zusammenhang, den wollte ich jetzt nochmal dargestellt wissen.